Hallo, ich bin Sina. In diesem Video werdet ihr etwas über den Bau des Regenwurms erfahren. Und zwar zuerst über den äußeren Bau und anschließend über den inneren Bau des Regenwurms. Außerdem werdet ihr am Ende des Videos die spannende Frage beantworten können, ob es stimmt, dass aus einem zerteilten Regenwurm zwei lebende Regenwürmer werden. Zunächst zum äußeren Bau des Regenwurms. Regenwürmer werden bis zu 30 cm lang. Das ist so lang wie ein großes Lineal. Regenwürmer sind wirbellose Tiere und gehören zum Stamm der Ringelwürmer. Der Name kommt daher. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com